Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Steel Rising. Athenais Versteck finden habe ich mir mal hier rausgesucht. Was ist das überhaupt für eine Quest? Müssen wir mal gucken. Ist das das hier? Muss ja eigentlich, oder? Irgendwie nicht. Moment mal gerade. Oh Gott. Bin ich super vorbereitet? Das ist ja nicht die Hauptquest, oder? Keine Ahnung. Es müsste eigentlich irgendwo hier stehen. Was ist das für eine Nebenquest zu den Wurzeln? Ah, hier. Athenai verbirgt oft Zeit damit, den Jardin de Luxembourg zu durchstreifen. Was, wenn sie sich erneut dort versteckt hätte? Jo, was, wenn sie sich erneut dort versteckt hätte? Machen wir mal. Auf geht's. Mal gucken, ob ich es finde. So auf die Schnelle. Ich habe jetzt ein paar Tage eigentlich nicht so aktiv gezockt und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das alles so hinbekomme. So, hier haben wir unseren neuen Fernkampfangriff da. Ja, genau, unser Gedrehe da. Ja, so krass ist der Fernkampfangriff aber auch nicht. Warum macht er nur so wenig Damage? Was geht denn ab? Hat er nicht viel mehr Damage eigentlich gemacht? Und er kostet keine. Ah, doch, kostet er. Die Waffe habe ich ja komplett hochgedreht, oder? War die wirklich so stark, wie ich es gerade denke, in Erinnerung zu haben? So stark ist das doch gar nicht hier, dass ich da so rumballere. Auch gegen Kosten halt von einem, was war das nochmal? Wie ist das nochmal in dem Game? Keine Ahnung. Knotenpunkt-Dingens, Schießpulver-Ding. Wie hieß es? Komm, jetzt ist es wie immer. Alchemie-Kapsel, genau. So, ist wirklich immer so. Ich vergesse den Namen immer wieder. Jo, ich weiß nicht. Ich finde hier unseren Moment mal. Habe ich die Waffe wirklich? Ne, die ist auch vollkommen aufgeladen. Aufgewertet. Ja, sie ist vollkommen aufgewertet. Sieht man ja schön. Wie komme ich da hinten hin? Weißt du das? Oh, nee, nee, nee. Oh Gott, ich mache viel zu viele falsche Sachen. So, wie komme ich dorthin? Wo gab es hier Shortcuts? Ich habe gar keinen Plan mehr. Es ist zu lange her. Müssen wir uns mal ein bisschen umsehen. Ich laufe mal so ein bisschen durch. Passt schon, oder? So, hier durch, das ging nicht. Hier hinten, glaube ich, ging es vorbei, oder? So, machen wir mal ein bisschen was weg hier mit unserer Super-Duper-Waffe. Und holen uns auch noch ein bisschen XP mit. Wunderschön, traumhaft. So, irgendwie ging da. Oh, da kommt noch ein Dicker angebrettert. Das ist nicht so geil. Ein Dicker mit starken Resistenzen ist uncool. Haben die am Schaden was genervt? Kann das sein? Wirkt gerade auf mich so extrem schwach alles. Kann das sein? Oder ist das nur, weil ich ein anderes Spiel jetzt die ganze Zeit gewohnt war? Keine Ahnung. Alter. Bin ich schwach oder bin ich. Ah, nee, nee, nee. Da ist er wieder stark. Sehr schön. Ach, stimmt. Ich musste die Angriffe ja aufladen. Jo. Im Moment spiele ich halt viel Asterigos und Elden Ring und hier das. Und da kommt man so ein bisschen mal durcheinander. Macht aber Laune irgendwie gerade. So. Den da hinten hauen wir auch noch platt. Vielleicht hat er noch was Schönes da im Sack. Hast du was Schönes dabei? Das ist so heftig, oder? Das ist wirklich heftig, das Ding. Hier kannst du einfach alles wegblasen, ey. Wahnsinn. Alchemiekapseln dreimal. Schöne Anima-Essenzen. Wunderbar. Weiter geht's. Mal gucken, ob ich ja, den Weg so finde ohne große Levelkenntnis. Ah, wie komme ich da nochmal hin, ey? Keine Ahnung. Es könnte schon ungefähr richtig sein, wie ich da jetzt laufe. Genau, hier mit voller Wucht zuschlagen. Wunderschön. Oh, und dann schön den Konter kassieren. Und den hier machen. Es geht nichts über die Waffe hier. Die ist einfach so krass, finde ich. So, da oben ging es da eigentlich weiter für mich? Bin ich da? Doch, da konnte ich durch, oder? Konnte ich da durch? Habe ich da mal geshortcuttet oder so? Wäre natürlich jetzt geil. Ja, wir konnten hier, glaube ich, nur. Ah, ne, doch. Wir können tatsächlich da irgendwie rüber. Vielleicht irgendwann. Oh je, wie kam ich da rüber? Sorry, Bank. Wie kam ich da rüber? Das ist natürlich für mich jetzt echt bitter. Ohne Levelkenntnis nochmal den ganzen Quatsch hier machen. Uiuiui. Zu lange, ist zu lange her. Bisschen was vergessen. So, ich schau mal hier mal so eine Burette da rein. Mal gucken. Wir kämpfen uns mal so ein bisschen durch den Level und gucken mal, ob ich es finde. So, wenn nicht, haben wir schön gefarmt zusammen. Oh, Spinne, ey. Ich habe hier was Schönes für dich, Spinne. Ach, mit dem dicken Kollegen auch noch. Wird ja immer schöner. Autsch. Autsch, Doppel-Autsch. Jetzt sagt mir nicht, ich habe ja in der letzten Folge die Nebenquests abgegeben. Wäre natürlich auch bitter, wenn man einfach von dort so ein bisschen links laufen müsste oder sowas.
Und dann wäre man dort gewesen, um die Quest hier abzuschließen. Ist nicht völlig unvorstellbar. Deswegen sage ich es nur. Gusseisen noch bekommen, wunderbar. So, wo ging es denn hier weiter? Ich konnte mich doch irgendwo hier hochziehen. Das ist aber auch Quatsch, ne? Da ging es ja nicht weiter für uns. Komm, zieh dich hoch, Aegis. Aegis, Aegis, hallo? Oh Gott. Help. Ich bin hier komplett falsch, oder? So, da hinten müssen wir irgendwie hin. Da komme ich nicht durch. Kam ich da unten irgendwo durch? Ah, da ist ein Durchgang. Habe ich natürlich gesehen. Klar. So, und jetzt hier hinten rum oder sowas. Kann das sein? Hier so, genau da. Wunderbar, ja klar. Ist doch logisch. Oh ja, das immer alles zu finden ist gar nicht so einfach, ey. Gehen wir mal hier so entlang. Lalala. Genau, sag ich doch. Ist doch easy. Alter, wo bin ich hier? Palais de Luxembourg. Oh, war ich hier mal? Kann ich hier was öffnen? Ich denke mal, ich muss hier hinten hin. Dann muss ich ja wahrscheinlich hier durch, oder? Das sieht eigentlich... Ach, das war hier beim Bossraum? Oh, weia, oh, weia. Ich habe viel zu viele Dinge vergessen. Kann ich da wirklich durchlaufen? Ich habe das jetzt eigentlich nicht so in Erinnerung. Ach, scheiße, Mann. Alter. Nein, wie kam ich denn da hinten dran? Oh je, da muss ich einen ganz anderen Weg wählen. Jetzt backe ich mich gleich wieder fest und reg mich auf, ne? Ja, oh nee, das da funktioniert so nicht. Boah, ist das bitter. Also ich kann euch nur empfehlen, das Spiel in einem durchzuzocken, weil dann wird es echt irgendwann schwierig von der Levelstruktur sich das alles zu merken. Habe ich den gelootet? Ja, habe ich. Kam ich da echt nicht hin? Ah, da gab es noch einen anderen Weg hin. Stimmt. Oder? Oh mein Gott. So irgendwie halt. Können wir noch was shortcutten? Wir gucken uns einfach mal um. Dieser Level, der war für mich eh nichts. Der war so verzwickt, verzweigt, verwegt, verdingenst. Das war eh voll nervig. Mal gucken. Vielleicht finde ich noch Wege. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja dieses eine Item, das uns zurück zur Kutsche bringt, was ich damals nicht nutzen konnte. Gehen wir einfach mal den Weg hier. Was ich nicht nutzen konnte, um den Bug da, den ich hatte, dann wegzubekommen. Ja, hier kann es natürlich auch gut vorbeigehen. Moment. Den können wir natürlich wunderbar nutzen. Stimmt, da hinten ging es dann irgendwie in den Untergrund oder so. War das so? Ja, und das kann man natürlich mega nutzen, wenn man sich zum Beispiel im Level selbst verlaufen hat und nochmal zurück möchte. Und dann kann man das natürlich mega nutzen, um wieder an den Anfang zu kommen. Da muss man die Kutsche nicht suchen, ne? So, kann ich da irgendwo rein? Lasst ihr mich rein? Ach, das war das da. Ah, wie kam ich denn dorthin? Oh Gott. Help, bin ich hier richtig? Da ging es doch in den Untergrund. Stimmt, der Untergrund führte dann dorthin, dass ich dort rauskomme oder sowas. Ich glaube, ich laufe es gerade... Ah, hier war der Untergrund. War nicht hier auch so ein Untergrund, so irgendwas? Nee. Oh, keine Ahnung. Ja, vielleicht führt der Untergrund... Der ist dann aber da hinten rausgekommen. Das könnte schon passen, oder? Das war, glaube ich, dort. Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe da noch alles im Blick. So, komm her. Ja, wie gesagt, das Kutschen-Item ist halt mega zu nutzen. Jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt hier am Ende und ich möchte einfach nicht zurücklaufen, weil es einfach mega nervig ist. Und dann kann man das mega nutzen, um halt wieder an den Anfang zurückzukehren. Finde ich eigentlich nicht schlecht, können wir dann mal machen. So, so, bam, dem hauen wir mal schön die Rostschädel weg. Ja, das Level-Design hier ist schon hardcore, ne? Also sehr, sehr verzahnt so, wie soll ich sagen. An sich eigentlich auch nicht schwierig oder sowas, aber man muss halt im Game bleiben. Es ist nicht so intuitiv irgendwie. Dass man jetzt sagt, jo gut, jetzt habe ich halt mal ein paar Tage nicht gezockt, da finde ich mich nochmal super easy zurecht. So ganz einfach ist es nicht, ne? So, da sind wir rübergesprungen und so kam man, glaube ich, in den Bossraum generell. Ich laufe praktisch jetzt von hinten nach vorne und von vorne nach hinten, so irgendwie halt. Das sieht doch gut aus. Ich hab voll den Plan, Leute. So.
Da sind ein paar Leichen am Start. Was geht denn hier ab? Warum war ich hier noch nicht? Jo. Da haben wieder die Roboter ein bisschen Party gemacht und haben hier noch ein bisschen Story-Krempel liegen lassen. Hier liegen jene, die dem Comte de Provence treu ergeben waren, Höflinge und Diener, allesamt Opfer des königlichen Verrats, gestern durch Geburt getrennt, ja bla und so weiter. Glaube ich nicht so wichtig. So, brettern wir weiter. Da hinten ins Versteck, in die Büsche. Das sieht gut aus, oder? Genau, hier durch, da war ja... Kann man leveln. Athenaeus' hiding place. A fight took place here. Das Versteck durchsuchen. Jo, können wir machen. Wir können hier auch noch ein bisschen Story-Krempel finden. Eine handschriftliche Notiz ist auf die erste Seite dieses Buchs gekritzelt. Hier im geweihten Tempel der Natur, wo ich der Gesellschaft der Menschen entfliehe und meine Einsamkeit genieße, fühle ich mich dir am nächsten. Wer würde glauben, dass ich dich nie kennengelernt habe? Du bist doch hier an meiner Seite, liebevoll und beschützerisch. Werden wir einander je wiedersehen, Monsieur Diderot? Scheint es nicht zu glauben und der Gedanke lässt mich frösteln. Jo, alles klar. Kannst du machen. Da können wir was untersuchen. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. So, jetzt können wir da irgendwelche Leute nochmal befragen. Da können wir noch was öffnen. Jetzt war ich gerade schon bei Asterigos und dachte, oh Gott, eine Mimik. Nee, wir sind hier in einem anderen Game. Bismutblock. Kutschenmarke, Bronzebarren. Da haben wir doch direkt die Kutschenmarke. Die ist genau dafür da. So, sonst ist ja hier nichts, ne? Ich glaube, die Kutschenmarke war das. Dürfte man eigentlich keine Essenzen verlieren, finde ich dann eigentlich eine nette Sache. Ich mache das jetzt mal. Und dann hier den Konvent befragen müssen wir dann nochmal machen. Aber das ist ja von der Kutsche eigentlich dann ganz gut zu machen. Gucken wir mal gerade, ob es jetzt wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da steht ja irgendwie, die gibt dann Gas und läuft da Vollspeed hin oder sowas. Dieses Objekt löst eine voreingestellte Funktion aus, mit der Aegis automatisch zu ihrem wichtigen Transportmittel zurückkehren kann. Bei Aktivierung dämmert Aegis Bewusstsein vorübergehend weg und ihr Körper macht sich unter Meidung möglicher Konflikte auf den direktesten Weg zur Kutsche. Sie kommt wieder zu sich, wenn sie am Zielort eintrifft. Das Ding, was wir genutzt haben, war ja hier unten was. Die Demontagemarke. Diese Marke ermöglicht es, Aegis zur letzten besuchten Vestalin oder Kutsche zurückzukehren. Sie ist wiederverwertbar, doch bei jeder Nutzung geht sämtliche Anima-Essenz verloren. Das ist natürlich kacke. Ja, deswegen, das ist nur für Bugs, wenn man Bugs hat zu nutzen oder so, würde ich mal behaupten. Oder wenn gar nichts anderes mehr geht. Oder man eben keine Kutschenmarke am Start hat, aber wir haben die Kutschenmarke, also machen wir das mal und verlieren keine Essenzen. Weltklasse, alles klar. So, und jetzt können wir halt eben hier den Konvent befragen zu dem, was wir da gerade gefunden haben. Was habe ich denn gefunden? Ich bin wieder voll im Bilde. Ja, die mögen das bestimmt auch noch total, dass wir den anderen da auffliegen lassen haben. Ist der Murat jetzt hier am Start? Oh, der chillt hier noch rum. Oh, der findet das bestimmt auch super. I'm listening, Aegis. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Jo, alles klar. Ach, ich dachte eigentlich, der wäre schon hier weg oder sowas. Oh, der chillt hier noch ganz gemütlich rum. Nee, hab ich noch nicht, sorry. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Betsy, François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Goodbye, mon père. So, der konnte uns auch nicht helfen. Kann uns hier irgendjemand helfen? Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patervinus, one of its most illustrious members.
I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Monsieur Raymond. Go on, Aegis. I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Was seid ihr denn für Pfeifen? Irgendjemand muss das doch was sagen. Da, du bist doch hier der Haupttyp. Mach mal was. What can I do for you, Aegis? Did the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. François Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Nee, gut, alles klar. Du bist doch nicht, du bist der Haupttyp, oder? Nee, du auch nicht. Wer ist denn hier der Haupttyp? Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named François Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Nee, gut, alles klar. Ihr seid echt die Oberpfeifen. So, weißt du irgendwie Bescheid? Robby? Stimmt, du bist hier der Obertyp. The tunnels under Montmartre are the only way to get around the fortifications that cut off access to the fortress. I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine François, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momolo, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Mhm. So, der Rest haben wir aber besprochen, oder? When the Estates General was dissolved. Oui, madame. I had a front row seat. Ja, ja, das kennen wir alles schon. Das kennen wir, jo, alles klar, bla, danke, vielen Spaß, vielen Dank, jo, Laterna haben wir auch besprochen, nur mal draufgedrückt, weil es so sau viel Spaß macht und so. So, alles klar. Reicht uns die Info, die er uns jetzt gegeben hat? Nö. Hä? Ich hab doch jetzt mit allen gesprochen, was soll denn das? Oder wenn ich jetzt rausgehe, passiert dann was? Kann sie sich dann besser erinnern? Komm, du weißt doch noch was, oder? I'm listening. Nö. Ich hab doch jeden angesprochen, oder? Jo, bleib mal ganz locker. Passiert jetzt was nochmal? Wenn wir rausgehen, steht er dann plötzlich da, wie immer. Nee, auch nicht. Ich hab doch jeden hier befragt, oder? Hä? Hab ich irgendwen übersehen? Den da vielleicht nicht, weiß ich gerade. Doch, den hab ich auch angesprochen, oder? Nein, der weiß nichts. Vielleicht ist die Person, die da was wissen könnte, noch nicht am Start. Kann das sein? Ja, der weiß auch nichts. Hä? Bin ich gerade bescheuert? Ja, und du wusstest, Julian wusste auch nichts. Monsieur Raymond. See you later. Dich hatte ich auch angesprochen. Euch beide doch auch. Bin ich gerade behämmert? Monsieur. Naja, dann geht das vielleicht noch gar nicht, oder? Kann das sein? Lavoisier, habe ich dich angesprochen? Ja. Ja, vielleicht muss ich noch andere Nebenquests abschließen oder so. Keine Ahnung. Oder steht hier irgendein Typ, mit dem ich nie gesprochen habe? War da mal ein Verräter am Start, den wir schon weggeschickt haben oder so? Keine Ahnung. Alter, ich weiß das nicht mehr. Bitter, ey. Ja, dafür waren mir die Nebenquests jetzt nicht so wichtig genug, muss ich ehrlich sagen, dass ich mir das irgendwie gemerkt hätte. Ja gut, dann lassen wir es mal so, keine Ahnung, weiß ich dann jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Jetzt ein bisschen blöd gelaufen, sag ich mal. Ein bisschen doof. Ja, dann gucke ich mal an, was für Nebenquests wir noch haben. Ich glaube, die musste ich alle oder sollte ich alle noch abschließen, bevor wir dann weitergehen. Und ja, dann machen wir das und dann machen wir Bastille. Ja, bin ich mal gespannt. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Ciao.